Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ja, das sollte eigentlich schon Samstag kommen, das Video. Aber der DHL-Fahrer meint, ach, ich mache jetzt mal Wochenende, ist zu spät. Wenn ich das mal meinen Beruf machen würde, und ich würde sagen, ich müsste um 3 Uhr im Mörs sein, ja, den letzten Arzt schaffe ich nicht. Ach, kann ich ja auch morgen noch hinbringen. Dann habe ich schnell die Kündigung. Weil der Arzt sich dann beschwert, wo bleibt der Kurierfahrer? Aber DHL kann das ja machen. Man weiß ja noch nicht mal, welcher Fahrer das ist. Ist das der richtige Fahrer? Ist das ein Ersatzfahrer? Ist das wieder ein anderer Fahrer, weil der Scheiße gebaut hat? Da ist ein neuer Fahrer drauf. Weiß man ja nicht so genau. Man kann es zwar rauskriegen, aber den Ärger spare ich mir. Dann war die Post gestern da mit der Box. Ich gehe übrigens über die Degusta-Box. Die zeige ich jeden Monat selber. Aber gestern war ich nicht zu Hause. Ja, Sie können das am Dienstag ab 13 Uhr in der Filiale abholen. Ist okay, klasse. Es sind ja nur Lebensmittel drin. Ah, egal. Also, wie gesagt, es geht um die Degusta-Box. Oh mein Gott, ey. Oh. 5 Kilo standen drauf auf dem Zettel. Die fühlt sich aber an wie 10. Also, ich habe mich auch nicht spoilern lassen. Wie gesagt, die zeige ich jeden Monat selber. Die kostet 14,99 inklusive Versand. Link in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los. Bin mal gespannt, was da drin ist. Unboxing-Messer ist auch am Start. So, dann wollen wir mal aufmachen. Die gute Box. Lass mich im Ende, lass mich deinen Inhalt rausholen. Okay. Kandidat 1, das hat sich schon mal erledigt. So, so. So, dann machen wir mal. Oh, das Siegel haben sie aber diesmal nicht genau bittig gemacht. Das ist, glaube ich, die Spoiler oder Werbung. Der Spoilerkarte, die kommt ganz schnell weg. Die machen wir als letztes. Rechner ist, Rechner ist auch am Start. Also Taschenrechner. Dann fahren wir mit Kandidat 1 an. Das ist denn hier. Oh ja, das hatten wir schon mal drin gehabt. Da erinnere ich mich noch sehr gut daran. Fria Snacking Drink für den kleinen Hunger. Limette Ingwer. Bio-Chia-Samen. Ist da 25 Cent Pfand drauf? Nein. Noch kein Pfand drauf. Limette Ingwer. Kalt garantiert ein Hochgenuss. Weil das letzte Mal war auch sehr geil. Fand ich. Also das war super gut. Dann haben wir so eine längliche Dose. Ich rate mal, das könnte Fisch sein. Wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Also, könnte Fisch sein, weil die Dosen der Form dann nach, aber ich hoffe, sieht man, ihr kennt man ja im Laden, ne? Katerfrühstück. Kein Heißhunger bekämpfen, deinen Kater aber nicht. Heringsfilet in würziger, pikanter Tomatensauce mit Gurken und Zwiebeln. Würzig, pikant. Von Apple. Apple. Schreibt es in den Kommentaren, was richtig war. Also Apple ist ja normalerweise der Computer. Apple? Kann das möglich sein? Egal. Lecker Fisch. Lecker, lecker. Dann als nächstes eine große Packung. Dr. Oetker. Super Müsli. Ohne Zuckerzusatz. Ja, Super Müsli. Knusper pur. Dieses Müsli ist eine echte Supermischung. Es hält nämlich überhaupt keine zugesetzten Zucker. Das ist super für alle, die sich zuckerarm ernähren möchten, weil sie es knackig, aber nicht knackig süß mögen. Zudem schmeckt er auch noch richtig lecker. Schon knusprig und getreidig. Ideal auch als Basis für individuelle Kreation ist das. Ist super. Super für dich. Knusper pur. Na gut, das ist zwar kein Zucker, aber trotzdem ist nicht gerade kalorienarm. So eine Portion. Also 100 Gramm haben eine Portion mit 1,5% fettarme Milch haben 825 Kilokalorien. Eine Portion. Also 40 Gramm. Und da sind wie viel drin? 420 Gramm. Trotzdem eine Kalorienbombe. Dann haben wir als nächstes
Irgendwas Hohes. Cooles, hoffentlich. Eden. My Veggie Paradies. Bio Happy Bowl Thai Style. Jener für zwei Portionen. Jasmin. Reismix, Thai Style Soße und Kokos Mandel Topping. Also ein Fertiggericht. Oh, ist ja geil. Mach ich mal auf. Unboxing Messer. Bitte zum Dienst erscheinen. Das war das Messer. Hat sich gerade umgebracht. Hat die Schnauze voll. Gebraucht zu werden. Was ich nicht verstehe. Dann haben wir hier erstmal die Soße. Und dann haben wir den Reis. Da steht, glaube ich, noch drin, was, wie man das machen muss, oder wo steht das? Ah, da. Zwei Portionen. 20 Minuten. Jasmin mixt Beutel mit Thai-Style-Soße in 400 ml kalten Wasser einrühren und ca. 12 Minuten auf Mittelstufe kochen. Köcheln. Da muss ich mir in aller Ruhe durchlesen. Ich kann euch ja mal sagen, im nächsten Video, ob das was super Gutes war oder gesagt, einmal nie wieder. Gibt's ja alles. Gibt's ja, ne? Ist auch nicht schlimm. Probieren geht über Studieren. Dann haben wir als nächstes Immunaktiv-Tee von Bad Heilbronner. Für gesunde Abwehrkräfte durch Vitamin C. Tassenfertig. Hochwertiger Kräutertee. Uiuiuiuiuiui. Wobei Vitamin C ist eigentlich hitzeempfindlich. Den Inhalt einstiegs in eine Tasse geben und mit heißem Wasser 150 bis 200 ml auflösen. 2 bis 3 mal täglich eine Tasse frisch zubereitet auf Guss zu trinken. Sind 10 Stück drin. Ja. Bin mal gespannt, was das kostet. Das wird gerade nicht günstig sein. Dann haben wir als nächstes ein bisschen Werbung. Das machen wir später. Außer das läuft weg. Dann haben wir ein Beutel. Ist das gleiche? Ja, oder? Nee. Nee, oder? Doch. Würzen ohne Salz. Classic. Wie Grünkohl. Rosmarin, Zwiebeln, Tomate. Auch Lust auf einen fleischlosen Tag. Mikodini, Vegi. Ohne Salz genießen. Genießt du köstliche vegetarische Gerichte und bringst Abwechslung in deiner Küche. Gerichte, also. Gemüsepfanne, Kartoffelgerichte, Aufläufe, Gratins. Gemüse, Leibchen, Strudel, Aufstriche. Das heißt also, wenn du so einen Joghurt hast, kannst du da reintun, umrühren und schon hast du einen leckeren Joghurt-Dip für Bäckkartoffeln. Beispielsweise. Dann haben wir als nächstes vegan. Ginger und Frucht. Fruit. Schneckwürfe. 80% Fruchtsaft. Zitrone und Limette. Apfel und Hibiskus. Kantierte Ingwerstückchen. Oh, das sieht gut an. Ingwer ist ja gesund, wie man weiß. Ein Moment, ich muss mal kurz auf Tauchstation gehen. Da ist das Messer. Jetzt hat's überlebt. Dann machen wir mal auf. Mal probieren. Und schnuppern. Also das ist hier der, ich schätze mal, der Ingwer. Weil ich habe das schon mal im Laden gesehen, so kandierte Ingwer. Aber nicht gerade billig. Ist der Ingwer. Und das ist eine Frucht. Das könnte die Hibiskus sein. Oh ja, ja. Schöne leichte Schärfe. Lass rein. Wird auch nicht günstig sein. Bio und vegan. Gleich 2 Euro mehr.
So, dann machen wir es weiter. Eieieiei. Mikado, zart-herbe Schokolade. Kennt man ja. Und sehr lecker von Lou. Sehr schön. Wieder was zum Knabbern fürs Fernsehgucken. Oder YouTube. Wie schaut ihr denn eigentlich so gerne auf YouTube? Könnt ihr mal ganz gerne in die Kommentare schreiben. Also ich schaue gerne Kronk, Rahmschnitzel, Alex Flattermann 85. Schöne Grüße, falls du das mal sehen solltest. Die Asche H. Auf der warte ich heute ein Video fällen oder die nächsten Tage, weil ich habe ihr nämlich was geschickt. Aber die freut sich. So richtig schön. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Auf jeden Fall wird sich auf jeden Fall freuen. Davon gehe ich aus. Dann fühlt sich wie nach einer Wurst an. Das ist immer gut. Wir hatten schon mal eine leckere Wurst drin. Ich meine, das war auch die gleiche Firma. Hudeck. Alles geräucherte Salami-Spezialitäten mit Käse. Oh, das hört sich gut an. So ein Käseknacker. Und die lasse ich erstmal zu. Vielleicht probiere ich gleich noch was anderes. Mal sehen. Aber das ist auch gut. Da haben wir eine große Flasche, die machen wir später. Aber vielleicht liegt da noch was da drauf. Ja. Ui. Das ist auch eine Flasche, deswegen ist das so schwer gewesen. Oh, ho, ho, ho. Da kommt ein alter Bekannter wieder zu Vorschein. Den hatten wir schon ewig nicht mehr drin gehabt. Schon ewig nicht mehr. Ich habe noch die ganzen Sachen. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit machen soll. Weil so viel kochen tue ich auch nicht. Und zwar ist das die gute Mutti aus Italien. Passierte italienische Tomaten. Oh, Mutti. Oh, Parma. Passierte Tomaten. Da kann man lecker Hackfleisch anbraten mit Zwiebelchen und dann die passierten Tomaten drüber und schon hast du eine leckere Tomaten-Hackfleischsoße. Damit kann man das zum Beispiel machen. Und dazu Spaghetti, gibt kurze Nudeln, Macaroni. Welche Sorte am liebsten isst? Könnt ihr auch mal gerne in den Kommentar schreiben. Ich esse gerne Spaghetti. Spaghetti. Dann haben wir hier Dream und Joja. Love in Fate. 0% Zucker. Reis, Milch. Malz. Da darf man ja nicht mehr Milch trinken. Reis, Getränk. Ein veganes Getränk. Getränk aus Reis. Mit Calcium, Vitamin D und B12. Zucker. Entschuldigung. Zuckerfrei. Ich habe mir letztens, das war gestern, habe ich mir eine Mandelmilch geholt. Auch sehr lecker, auch ohne Zucker. Eine sehr gute Alternative, aber 2,79 € was er gekostet hat, ist es mir ein bisschen zu viel Geld. Kannst also nicht immer holen. Dann haben wir, glaube ich, als letztes. Oh Gott. Purea, reines Rapsöl. Da wird sich der Manu endlich mal freuen, dass ich Rapsöl zu Hause habe zum Braten. Weil er sagt, ja, kauf dir doch Rapsöl, ist viel gesünder als diese Bratcreme. Die benutze ich aber auch sehr selten, die Bratcreme, weil ich brauche ich nur, wenn ich irgendwas mit Schnitzel, Kotelett, sowas mache. Oder mal ein Spiegelei. Reines Rapsöl. Sanft schälen. Kalt pressen, mild dämpfen. Okay. 750 Milliliter, also da bin ich auch mal auf den Preis gespannt. Wie gesagt, die Box kostet 14,99 € im Monat mit dem Versand. Könnt ihr jederzeit kündigen nach der ersten Box, wenn ihr die euch nicht so gefällt, was da drin ist. Aber es kommt mir schon mal immer vor. Gibt zum Beispiel Sachen. Einmal war da Lakritz drin. Ich bin kein großer Lakritz-Freund, aber mein Bruder. Der hat sich darüber gefreut, dass er was von mir dann gekriegt hat. Oder das Fallout-Glas, was jetzt in der Getikete drin war. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, tue ich auch in der Videobeschreibung unten rein. Und jeden Samstag auf twitch.tv/bond1104 gibt es einen Livestream. Ich habe jetzt die PS4 am PC mit angeschlossen, ohne diese Capture-Karte zu brauchen. Also, lohnt sich mal reinzuschauen. Würde mich freuen,
wenn einer mal guten Tag sagen würde oder guten Abend oder guten Morgen. Oder Moin am besten, das passt immer. Also, jetzt haben wir erstmal die Werbung. Das ist für die Wurst. Ein Rezept. Aus Bayern. Mhm. 20 Minuten Zubereitung, 4 bis 6 Personen. Okay. Dann haben wir als nächstes die Spoilerkarte. Dann haben wir auch ein Rezept für Mikado. Mikado Cake Pops. Stimmt, sind ja Poppen, also diese Stängel dafür. Gut geeignet. Degusta Januar Box. Also kein spezieller Name. Dann fangen wir mal an mit der Rechnerei. 14,99 im Monat, wie gesagt. Ich wiederhole mich. Ich weiß. Dann haben wir als erstes diese Fria. Mit dieser leckeren. Diese Chiasamen-Getränk. 1,99 für wie viel Milliliter? 200. Oh gut, das ist schon ein stolzer Preis. 1,99. Dann haben wir als nächstes. Moment, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Veggie. Ah. Hätte es verschiedene Sorten gegeben. 1,79. Also. Oh, geht. Wenn nicht. Für Gewürz kann man auch mehr bezahlen. Dann haben wir diesen Eden Kochset. 4,49. Also gut. Wenn du es einzeln kaufst, ist das sowieso teurer. Ist Mittelmaß. Mittelmaßpreis. Würde ich mal sagen. Dann haben wir diese Früchte, wo ich ja einen probiert habe. Wo haben wir die jetzt? Früchte, ach da. Da bin ich aber positiv überrascht. Wenn das die sein sollten, ne? Ja. Also für die kleine Tüte gerade mal 99 Cent. Ich hätte so mit 2,99 gerechnet, weil da Veggie und Vegan draufsteht und alles mögliche. Oder 3,99. Hätte mich nicht gewundert. Aber es ist in Ordnung. Dann haben wir das Brapsöl. 2,99 €. Ist in Ordnung. Also für so eine große Flasche Rapsöl. Olivenöl kostet mehr. 2,99 €. Dann haben wir das Produkt des Monats. Oh, Standardpreis, würde ich mal sagen. 3,99 €. Voll gut, dass ich mir von 2 Liter Milch gekauft habe. Dann haben wir die Sojamilch. Das ist aber ein guter Preis, würde ich mal sagen. Weil die Milch, die ich gestern hatte, die hatte 2,79 € gekostet. Und die kostet 1,95 €. Ist in Ordnung. Also für so eine Soja-Reismilch kann man sagen, ist in Ordnung der Preis. Also da würde ich auch kaufen. Für 1,95 € so eine Reismilch kann man machen. Auf jeden Fall. Dann Bad Heilbrunn, dieses Gesundheit. Habe ich mir schon fast so gedacht, dass das ungefähr nicht billig sein wird. 2,79 €. Dann haben wir die leckere Wurst. 2,49 €. Ich meine, die habe ich auch schon im Laden gesehen. Das ist also Standardpreis. Also, würde ich auch kaufen. Außerdem ist natürlich noch mehr Angebot, ist natürlich dann umso mehr. Umso mehr. Ich rede heute wieder einen Stuss zusammen. Dann haben wir diesen leckeren Fisch. 1,49 €, das ist auch in Ordnung. Also wenn der schmecken sollte, weiß ich ja nicht. Ich gebe ja mal unterschiedliche Fischsorten und Firmen. Dann ist das in Ordnung. Dann haben wir die gute Mutti aus Italien. Bonjour. Was war Französisch? Ah, ich weiß es jetzt gerade nicht. 1,99 €. Ist in Ordnung. Für so eine große Soße. Passierte Tomaten für 1,99 €, das ist ein guter Preis. Guter Preis. Du bist ein guter Preis. Dann haben wir als nächstes Mikado. Gut, das ist ein Klassikpreis. 1,49 €. Auch in Ordnung. Manchmal sind die im Angebot für 99 Cent.
Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Mann, ich muss husten, mein Hals. Dann haben wir einen Warenwert von 28,44 Euro. Moment, ich muss mal kurz auf Newton. So knistert. Ja, Katze Emma. Ist auch ins Video. Da. Madame. Madame Emma. Wartet auf Futter. Aber ich muss noch ein paar Minuten warten. Na, Emma? Oder was meinst du? Sag mal guten Tag, meine Zuschauer. Dann nicht. Wenn ich will. Ja, auch nicht schlimm. Wie gesagt, 14,99 kostet im Monat und 28,44 haben wir diesmal rausgehabt. An Lebensmittel. Das heißt, wir haben einen Gewinn von 13,45 Euro. Also das heißt, 28,44 würde es im Laden, wenn ihr es im Laden kaufen würdet, so bezahlen. Und ihr zahlt dann 14,99 mit dem Versand und ein Ersparnis von 13 Euro. Haben oder nicht haben. Ich will sagen, haben. Oh, dann probiere ich es nochmal. Habe ja versprochen. Gut schütteln, nicht gerühren. Wir mögen sie eher frier geschüttelt oder gerührt. Geschüttelt. Weil da sind ja diese kleinen Pünktchen da dran. Da. Das ist ja durch die... mal sehen, vielleicht könnt ihr das ja vielleicht sehen. Da seht ihr die schwarzen Pünktchen. Keine Sorge, das sind keine Fischeier oder Quallkoppeneier. Das sind die Samen. Hört sich auch mir verkehrt an. Chiasamen. Sehr lecker. Also ich mag das. Ich gebe ja Leute, die mögen sowas nicht. Mit Chiasamen und sowas. Aber ich find's gut. Das schmeckt bombig. Ja. Da würde ich mal sagen, das war's mit der Degustabox Unboxing. Wer mögt, können sehen wir uns wieder am Samstag in einem Livestream. twitch.tv/bond1104. Da wird ein bisschen gezockt. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ihr könnt euch mit anderen Leuten dann unterhalten, wenn mehrere Leute dann da sind. Also, würde mich auf jeden Fall freuen. Ohne es zu bereuen, würde ich mich freuen. Ich wünsche dann euch noch eine schöne Restwoche. Ein schönes Wochenende. Bis dahin sagt, der Bond ist raus. Bis zum nächsten Mal. Jawohl.